Jetzt mal ganz konkret zum Thema Luftraum. Es gibt natürlich Karten, es ist vorgeschrieben, eine Flugvorbereitung zu betreiben, bevor man in die Luft geht. Und Grundlage ist immer noch die gute alte Luftfahrerkarte, die ICAO-Karte im Maßstab von 1 zu 500.000. Man sieht hier, die Gleitschirmdrachenflieger sind hier auch berücksichtigt und die meisten Fluggelände, die wichtigsten Fluggelände sind auch eingetragen in diese ICAO-Karte. Man hatte immer ein bisschen Angst am Anfang, wenn man sich Luftfahrerkarten anschaut, es sieht so kompliziert aus, ist aber eigentlich eine ganz einfache und auch übersichtliche Sache. Es ist sehr kleinteilig, es ist so ein bisschen ein Puzzle, das ist gut für uns. In anderen Ländern, das kann ich euch sagen, in Europa, wenn man zum Beispiel nach Frankreich rüberschaut, man denkt, Volibre, das geht alles so einfach, in anderen Ländern, in Deutschland ist es super gelöst. Die Flugsicherung und das Verkehrsministerium haben eigentlich sehr weitblickend gehandelt und gesagt und auch akzeptiert, dass die Luftraumeinschränkungen nur so groß sein müssen wie unbedingt nötig. Und das sieht man hier sehr gut am Beispiel Hahn. Da war die Flugsicherung sehr kooperativ und hat gesagt, wir machen das nur so groß, weil das ja ein kleiner Regionalflughafen ist, nicht einfach mit der Gießkanne eine riesige Fläche für den Luftverkehr sperren, sondern nur so viel, wie gebraucht wird. Und hier sieht man das zum Beispiel ganz gut, dass wenn jetzt hier ein Flieger ankommt, von London beispielsweise, die Ryanair, die fliegt hier zum Teil durch den Luftraum Echo durch und kommt erst hier in einen gewissen geschützten Bereich rein und landet dann hier auf der Bahn in Frankfurt-Hahn. Der Bereich so ist halt so gewählt worden, dass es ausreichend ist und sicher genug für die Verkehrsflieger, aber eben auch der Luftsport mit berücksichtigt worden sind. Man sieht ja hier entlang der Mosel gibt es sehr viele Fluggelände für die Gleitschirmdrachenflieger, für die Segelflieger und Motorflieger und die können diesen Raum auch noch nutzen. Das ist eine ganz gute Folie von der Flugsicherung. Kann man ganz schön sehen, wie dieser Luftraum in Deutschland aufgeteilt ist. Im Prinzip auch so ähnlich in anderen Ländern, aber mit anderen Höhenangaben und anderem Nutzungsprofil. Wir sehen hier den Luftraum, den wir nutzen dürfen, den Luftraum Golf. Das ist der unkontrollierte Luftraum. Der geht im Regelfall bis 2.500 Fuß, also 760 Meter über Grund, geht wie ein Teppich durch die ganze Republik. Das ist der unkontrollierte Luftraum. Und obendran schließt sich dann der Luftraum E oder Echo. Das ist schon kontrollierter Luftraum. Den dürfen wir Gleitschirmdrachenflieger auch mit nutzen und den dürfen wir vor allem ohne Transponder nutzen. Das heißt, wir brauchen kein Gerät mitführen, das ein Signal ausstrahlt. Also wir sind dann praktisch da ohne Beobachtung, aber wir müssen natürlich einige Regeln einbehalten. Und wenn man ganz oben schaut, Flugfläche 100, beginnt der Luftraum Charlie, dem ist dem Instrumentenflug vorenthalten. Luftraum Golf, das ist dieser Luftraum, den wir eigentlich hauptsächlich nutzen. Vom Start, wir starten weg, wir fliegen nach oben, wir schrauben uns nach oben. Da gibt es ein paar Regeln. Wir dürfen also dort bis an die Wolke ranfliegen. Also natürlich nicht eintauchen und reinfliegen in die Wolke, aber wir dürfen die Wolken ran. Sie dürfen nicht berührt werden, das heißt also nicht in den Dunst reinfliegen, sondern ein bisschen Abstand halten. Und der geht im Regelfall bis 2.500 Fuß. Und Sonderregelung seit 3-4 Jahren eingeführt, ab 3.000 Fuß über dem Meer muss ein Wolkenabstand von 300 Meter in der vertikalen und 1,5 Kilometer in der horizontalen eingehalten werden. Zum Luftraum Echo, das ist dann der nächste Luftraum, der sich dann da oben anschließt. Hier das Schnittbild ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es hier sehr viel eingezeichnet worden ist, aber hier nochmal ganz einfach so der übliche Bereich, 2.500 Fuß Luftraum, unkontrollierter Luftraum und darüber hinaus der Luftraum Echo. Und hier gibt es ein paar Dinge zu beachten, wie beispielsweise der Abstand von Wolken. Wie viel Abstand muss ich hier halten? Das sind 300 Meter vertikal zur Wolke Abstand halten und 1,5 Kilometer horizontal. Und vorgeschrieben ist dann auch die Flugsicht von 5 Kilometer. Warum muss man hier einen Abstand halten zu Wolken? Eigentlich eine ganz einfache logische Erklärung. Wenn ein Verkehrsflieger von oben durch die Wolke nach Instrumentenflugbedingungen fliegt und er aus der Wolke herausfliegt, das ist ja dann klar, dass er dann Spielraum braucht. Dann muss er ja umschalten von Instrumentenflug auf Sichtflug, auf VFR. Deshalb hat er diese 300 Meter Spielraum.
Da kann es natürlich nicht sein, wenn ein Gleitschirmflieger oder ein Segelflieger sich unter die Wolke schraubt, dann wäre er natürlich ziemlich überrascht und 1,5 Kilometer in der horizontalen Abstand halten. Frage an euch mit der nächsten Folie. Bin ich hier legal unterwegs? Ich fliege hier über Bayerisch Zell, also noch im deutschen Raum, im alpinen Bereich. Mein Höhenmesser zeigt mir an, 3011 Meter. Legal unterwegs? Ja, ich sehe die Hände genau oben. Ja, genau, wir sind hier legal unterwegs. Wie hoch darf ich hier fliegen? Deutschen Alpenraum, ich hatte es vorhin erläutert, auf Flugfläche 130, 13.000 Fuß, also ungefähr 3.900 Meter. Ich bin hier im deutschen alpinen Bereich und dann geht das. Im Flachland, wenn ich da unterwegs gewesen wäre, wäre ich hier so im Grenzbereich. Da geht der Luftraum ja nur bis Flugfläche 100, also ungefähr bis 3.050 Meter. Wir sehen hier, das ist sehr schön auf der Luftfahrerkarte Deutschland dargestellt, tolles Kartenbild. Eine rosa Fläche, das sind die Flugplätze, die Kontrollzonen, die hier mit rosa geschummert dargestellt worden sind, wie hier zum Beispiel Memmingen oder Laupheim Militärplatz oder hier geht es dann nach Kloster Lechfeld, Landsberg auf der rechten Seite. Diese Kontrollzonen, darf ich da einfliegen mit dem Gleitschirm? Würde man spontan sagen, nee, geht nicht. Du darfst einfliegen in eine Kontrollzone, wenn die Flugverkehrsstelle dir eine Freigabe gegeben hat. Also wenn du ein Funkgerät dabei hast, auch mit dem Gleitschirm, und du holst dir eine Freigabe für Memmingen, um irgendwo dort zu landen, dann darfst du da einfliegen, wenn du eine Freigabe hast. Haben manche Piloten auch schon gemacht. Ich kenne einige Piloten, die im Raum Dresden fliegen, die mal so eine Ecke abgeschnitten hatten von dem Luftraum Delta Kontrollzone, haben sie eine Freigabe bekommen, wenn der Lotse das entsprechend verantworten kann und ihr ansprechbar seid. Zur Vervollständigung, Luftraum C oder Charlie, der sich oben anschließt, Instrumentenflüge sind dort nur möglich. Da kann man nicht reinfliegen, weil das kann auch der Lotse eigentlich auch gar nicht geben, weil man hier eine Staffelung vorsieht und eigentlich Transponder und solche Sachen, die wir daher nicht nutzen können. Es ist ja so, dass man das, wenn man das auf europäischer Ebene sieht, wir fliegen ja im alpinen Bereich durch verschiedene Länder in Europa, haben wir das zu erwarten, wenn es eine Harmonisierung gibt, dass wir, wenn es angeglichen wird in ganz Europa, wird es dann besser oder schlechter? Und ich habe die Vermutung, das wird eigentlich dann nicht so günstig für uns ausfallen. In Deutschland ist es geregelt, auch übrigens in Österreich und der Schweiz, sehr kleinteilig, es ist ein Fleckenteppich, aber es ist sehr individuell gelöst und eben nur so viel Luftraum wird dort gesperrt, wie auch wirklich notwendig ist. In Frankreich ist das ein bisschen anders oder in anderen Ländern, da hat das Militär zum Beispiel mehr zu sagen. Und wenn man nach Frankreich rüberschaut, um in Frankreich legal zu fliegen, ist es wahnsinnig schwer, die Informationen zu bekommen. Sehr viele Restricted Areas in Frankreich, also Flugbeschränkungsgebiete, die natürlich theoretisch alle nachlesbar sind in den Flughandbüchern, aber man kriegt vor Ort selten eine tolle Information oder es muss sehr speziell ausgehandelt werden mit den örtlichen Clubs vor Ort. Aber hier wird oft mit der Gießkanne eine riesige Fläche gesperrt, für uns nicht immer so prickelnd. Oder auch der Blick hier nach Bassano. Bassano, das Fliegermekka für uns, gerade in den Wintermonaten. Wenn man so ein bisschen nach Osten fliegt, beginnt ja schon da die Kontrollzone, den Anflugbereich von Aviano. Und das ist eine riesige Fläche, riesiges Gebiet, dort nicht immer einfach Antworten zu bekommen, ob ich dort auch legal fliegen kann und welche Gebiete geschlossen und geöffnet sind. Auf europäischer Ebene regelt das jetzt immer mehr der Gesetzgeber in Brüssel. Die SERA ist eben eine Vorschriftenverordnung dafür und diese SERA ersetzt eben alte Teile der früheren Luftverkehrsordnung. Die haben einiges aufgenommen und neu geregelt, zum Beispiel die Ausweichregeln. Luftraummodule sind dort beschrieben von Alpha bis Golf. Und prinzipiell stehen der Segelflugzeugbetrieb für die Gleitschirm- und Drachenflieger. Also Paragliding, Hanggliding wird in das Segelfliegen dann sozusagen subsumiert. Eine ganz witzige Definition der Nacht ist jetzt auch aufgenommen worden in die europäische Regelung. Ihr wisst es vielleicht noch früher, die ihren Schein haben.
ab wann gilt die Nacht? Halbe Stunde, höre ich so, halbe Stunde nach Sonnenuntergang beginnt die Nacht. Und Europa hat das jetzt ein bisschen anders geregelt, sondern die haben die bürgerliche Dämmerung eingeführt. Und die bürgerliche Dämmerung, die beginnt wann? Weiß wahrscheinlich keiner. Wenn die Sonnenscheibe 6 Grad unter dem Horizont ist. Klasse, gibt es natürlich Tabellen, das kann man sich natürlich dann irgendwo ein bisschen rausholen. Mitte der Sonnenscheibe 6 Grad hat man natürlich einen Vorteil, wenn man weit im Norden ist, einen anderen Breitengrad hat als im Süden. Das ist dann sehr exakt, ist ja dann auch korrekt, aber natürlich auch ein bisschen zum Schmunzeln. Und ein paar Sichtflugregeln im Luftraum Golf sind dort auch eingeführt worden über SERA, wie auch die Sicherheitsmindesthöhe. Ich habe ein Beispiel vom Fliegen in den Niederlanden mitgebracht, in Holland. Die sind ein bisschen arm dran. Die Jungs, die haben Pech, weil dort das Militär sehr stark ist, sehr stark vertreten ist. Die haben hier eine Transponderzone, also es ist ein Gerät, was dann die Position meldet, über die ganzen Niederlande verteilt und die geht ab 1300 Fuß. Und das ist sehr unangenehm, weil die müssen immer Sonderregelungen für die Drachengleitschirmflieger bereithalten und auch aushandeln, damit sie dort legal unterwegs sind. Anderes Beispiel aus dem Land des Vol Libres. Alle sagen, Frankreich ist alles viel besser, Deutschland ist alles reglementiert. In Frankreich ist es viel einfacher, ein ganzes Gebiet zu sperren. Kennt vielleicht der eine oder andere, wer im Bereich Mont Blanc fliegen möchte, in Frankreich, Chamonix. Dort ist ein ganzes Gebiet gesperrt in den Sommermonaten, darf nicht genutzt werden für die Gleitschirmdrachenflieger mit einer einfachen Verordnung. In Deutschland würde das nicht passieren, weil wir in Deutschland das Recht auch auf Fliegen haben, auf Flugbetrieb, weil wir ins Luftverkehrsgesetz integriert sind. So weitgehend zum Schluss von meinem Vortrag komme ich auf ein Thema, das ist natürlich so ein bisschen Galopp in Sachen Luftraum, was ich jetzt hier mache, Transponderverpflichtung. Es gab eine Studie von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, die haben mal alle Near-Miss-Fälle, Begegnungen aufgezählt, in einem Katalog gesammelt und kamen zu dem Schluss, die Segelflieger und die Gleitschirmdrachenflieger, die bisher davon ausgenommen worden sind, Transponder zu führen über 5000 Fuß, die bräuchten in Zukunft auch eine Transponder, weil wir wollen jeden Verkehr sehen, der dort fliegt. Es kann nicht sein, dass die Gleitschirmdrachenflieger, die Segelflieger nicht gesehen werden auf den Radarschirmen. Und der Vorschlag von denen gilt, 5000 Fuß AMSL, also 5000 Fuß über dem Meer, above Main Sea Level, da bräuchte es einen Transponder eben auch für uns. Wie hoch ist es 5000 Fuß? Das sind ja nur 1600, 1700 Meter. Das wäre eine Katastrophe für unseren Flugbetrieb, obwohl wir eigentlich noch nie ein ernstes Problem verursacht haben. Gleitschirmdrachenflieger fliegen ordentlich. Wir haben eine Luftfahrtdisziplin, die funktioniert. Es gibt nur ganz, ganz seltene Fälle. Und einen Fall möchte ich euch hier aufzeigen, den ein Schweizer Pilot in Deutschland verursacht hat, aus ein bisschen Unwissenheit. Es ist echt schade, dass dies passiert ist. Ein wunderschöner Flug, den er gemacht hat, übrigens vom Weißenstein im Schweizer Jura bis weit in den Schwarzwald, bei Donaueschingen ist er gelandet. Aber er ist über den Rhein rüber geflogen und hat gesagt, jetzt bin ich im Ausland in Deutschland, jetzt darf ich höher fliegen. Und sein Gerät, das hatte übrigens ein Skytrax-Gerät aus Deutschland mit deutschen Luftfahrerkarten drin, hat ihn gewarnt, jetzt ist ein Luftraum-Alert, hier darf ich nicht einfliegen und er ist 1500 Fuß zu hoch gewesen und wäre dort beinahe im Queranflug auf Zürich mit 3-4 Maschinen kollidiert. Oder sagen wir nicht kollidiert, aber er ist sehr dicht dran gewesen. Es waren nur 80 bis 100 Meter, also wahnsinnig dicht. Der Schweizer Pilot hat diesen Flug eingegeben in das entsprechende Portal. Du lachst auch ein bisschen, ja. Er hat es eingegeben, diesen Flug, obwohl er sicherlich ahnen musste, dass da nichts Gutes auf ihn zukommt. Und er ist dann natürlich ausfindig gemacht worden von den Schweizer Behörden, die ihn dann ziemlich in den Senkel gestellt haben. Aber zurück zu diesem Thema Transponder. Warum können wir nicht einen herkömmlichen Transponder nutzen, wie er so bisher genutzt wird in den Luftfahrzeugen? Vorgeschrieben ist für die Transpondernutzung ein Transponder mit dem Mode S, der natürlich eine gewisse Ausstrahlung hat, den die Flugsicherung erfassen kann, wenn sie auf dem Radarschirm auftauchen. Und das ist ein Gerät, was natürlich sehr viel ausstrahlt. Roundabout 140 Watt strahlen die aus.
Also da sollte man die Familienplanung schon abgeschlossen haben, wenn man so ein Gerät nutzt. Und vergleichsweise ein Handy hat nur 0,5 Watt, also ist ganz schön wenig im Vergleich zu einem Transponder, der sehr viel an Ausstrahlung hat. Ein Transponder kostet so ungefähr 3.000 Euro. Du brauchst eine riesige Batterie, also ist eigentlich für Flugzeuge vorgesehen, für andere Flugzeuge, die auch ein bisschen mehr transportieren können. Das funktioniert eben so bei uns nicht. Wir können diesen Transponder nicht nutzen und gerade wenn man den Hinblick hat, wenn wir diesem Vorschlag der BFU folgen würden, 38.000 Piloten brauchen einen Transponder und an guten Wettertagen fliegen tausende Piloten durch die Gegend, dann hat die deutsche Flugsicherung der Lotse überhaupt gar keinen Benefit davon, weil das völlig unübersichtlich wird, weil ja überall auf dem Radarschirm weiße Punkte aufkreuzen. Dazu kommen noch 7.000 Segelflugzeuge plus einige Ultraleichtflugzeuge. Dann wird es schwierig. Signalverarbeitung funktioniert bei der deutschen Flugsicherung nicht. Was haben wir gemacht seitens des DHVs? Alle Alarmglocken haben natürlich hier geklingelt. Wir haben uns eingebracht in eine Arbeitsgruppe beim Verkehrsministerium und da laufen gerade die ersten Besprechungen, die ersten Meetings. Welche anderen technischen Lösungen gibt es noch? Vielleicht gibt es ja auch andere Lösungen, wo wir mit einem einfachen Sender auch eben erkannt werden von Luftfahrzeugen oder von der Flugsicherung, das genutzt werden kann. Stichwort ADS-B zum Beispiel, da gibt es noch andere Lösungen, an denen wir im Moment arbeiten. Das wären eben Aussichten, die vielleicht vertretbar wären, aber komplett erfasst werden oder ausgesperrt werden vom Luftraum, da werden wir uns natürlich massiv dagegen einspreizen. Vielleicht noch ein Wort zu Instrumenten. Ich nehme mal an, ihr fliegt und navigiert nicht nach einer Karte, sondern inzwischen natürlich mit elektronischem Gerät. Das funktioniert wunderbar. Wenn man die üblichen Geräte, die Hersteller, die es jetzt haben, wie zum Beispiel Skytrax, die haben ja einfache Geräte, wo alles drin ist, einfach zu bedienen. Wenn wir hier einen E-Reader nehmen, es geht auch, die brauchen weniger Energie, riesiger Bildschirm, kann man sich das X-Sensor oder LK8000 zum Beispiel aufspielen, funktioniert ganz gut. Geht auch selbst mit einem Handy, ne? Also wenn man einen guten Bildschirm hat, eine gut genug Power-Versorgung, dann geht es auch mit so einem Ding, frisst viel Energie, aber oft nicht so richtig gut nutzbar, solche kleinen Handys, weil wenn die Sonne einstrahlt, ist die Sichtbarkeit auf diesen bunten Bildschirmen nicht so gegeben. Luftraumplanung 2018, der DHV ist immer in diesen Sitzungen mit dabei, zusammen mit dem Deutschen Aeroclub über die Planung des Luftraums. In 2018 gibt es nicht viele Änderungen. Wir haben kleine Änderungen im Luftraumbereich Köln, Düsseldorf, Dortmund. Da sind oben so Ecken angeflanscht worden oder wie hier auch in Frankfurt. Sieht man hier über Fulda, ab Flugfläche 85 Anflug auf Frankfurt braucht die Flugsicherung einfach ein bisschen Spielraum. Deshalb wurde hier was angeflanscht. Aber man sieht, es weitet sich langsam aus. Das ist ein bisschen Salamitaktik. Man möchte natürlich mehr geschützten Luftraum haben. Blick nach Österreich, ins Ausland. Wenn wir hier fliegen, wer weiß es, wo sind wir hier? Im Inntal, ja, korrekt. Ihr kennt es da hinten, ne? Im Inntal, Inntalbogen, wenn man vom Wallberg oder Bayerisch Zell rüberfliegt, Richtung Kaisergebirge, da gibt es übrigens flugtechnisch ganz interessant, man glaubt ja nie, dass man da so hoch ankommt, dass man da wieder aufdrehen kann. Also man gleitet über die Autobahn, über den Inn und es reichen da selbst 50 Meter, wenn man da drüben ankommt, kann man sich wieder nach oben schrauben und da geht es wieder nach oben. Hier gibt es Beschränkungen, neue Beschränkungen in Raum Salzburg, neu eingeführt und deshalb weise ich auch darauf hin, es kann auch unter das Jahr passieren, dass das mal eingeführt wird und wir neue Luftraumbeschränkungen haben wir hier am Hochkönig. Wunderbar zu sehen auf einer Seite vom DHV und das hat ein örtlicher Gleitschirmverein gemacht in Österreich, die Maximalhöhen angezeigt, wie hoch darf ich in diesem Bereich fliegen. Genauso die Slowenen, die das gemacht haben, sehr schön dargestellt von den Jungs. Maximalhöhen, wie kann ich das nutzen, nachzusehen auf der slowenischen Seite. Zum Schluss des Vortrags, du wartest schon, weil meine Zeit abgelaufen ist, ein witziger Film über einen Passagierflug, einfach zur Erheiterung, schaut einfach da mal zu. Musik.
Ich wünsche euch für 2018 eine super, super Flugsaison. Haltet die Lufträume ein und nutzt unseren schönen Alpenbereich oder Flachland zum Fliegen. Gute Landung, alles Gute euch. Danke.